Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann Sie diesen Film sehen. Mein Name ist Christian Schlegel und es wird mal wieder Zeit fürs Gold. Heute mache ich es mal ein bisschen anders. Heute gehe ich mit Ihnen auf die Monatskerzen. Also der Chart, der jetzt vor Ihnen liegt, das ist das Gold, eine Kerze, ein Monat. Ich finde, das kann man ruhig ab und zu mal machen. Das würde ich nicht jeden Monat machen, aber jetzt kann man es mal tun. Das heißt, wir sind jetzt hier hinten irgendwo. Muss ich mal schauen, von wann ist denn das? Vom 3.4.1995. Das war die sensationelle Rallye vom Gold von 2002. Mir geht es einmal um diesen Punkt hier. Das hier ist nichts anderes als das 50% Fibo-Retracement von dieser gesamten Bewegung hier. Das war 2016. Das wird jetzt die wenigsten interessieren, aber ich finde, wenn ich schon mache, dann sollte ich es auch mal sagen. Und wir haben diesen Trend hier oben, auf den gehe ich gleich näher im Tagesverlauf und im Wochenverlauf ein. Jetzt nehme ich mir mal ganz kurz das Fadenkreuz raus auf monatstechnischer Sicht. Also nochmal eine Kerze, ein Monat. Ist das vom MACD her völlig in Ordnung, sei es auf traditionelle Sichtweise, sei es auf moderne. Der Oszillator ist nach wie vor nach oben gerichtet. Das sieht okay aus. Und wir kämpfen hier mit dem Trend, der vom All-Time-High kommt, bei fast 2000. Da sind wir dran. Ist natürlich eine Frage, wie spitz ist Ihr Bleistift? Aber grob gesehen sind wir dran. Wir kommen gleich im Wochenchart näher drauf und vor allen Dingen auch im Tageschart. Das hier ist die 200-Monatslinie, 1011. Also die erste Aussage von mir ist, wir haben hier ziemlich prägnante Interaktionspunkte. Jetzt muss ich das Fadenkreuz wieder reinmachen. Und zwar ist das dieser Bereich hier bei 1375. Der ist sehr wichtig. Und nach unten ist es dieser Bereich um die 1168. Das ist auf Monatssicht nicht viel. Klingt auf den ersten Moment viel, sind ja auch ein paar hundert Punkte, aber es ist gar nicht so viel. Jetzt gehe ich mal mit euch auf die Woche. Das hier ist jetzt die Woche. Also eine Kerze, eine Woche. Das hier war das 50er Fibo-Retracement. Hier ist es so, ich mache es mal ein bisschen größer, dass das MACD leicht abflacht. Leicht abflacht. Auf Wochensicht. Und wir haben noch kein Verkaufssignal in der Stochastik, aber das ist kurz vorm Werden. Die Bänder sind ordentlich auseinandergegangen. Das der Bewegung entgegengesetzte bricht nach oben ein. Oder andersrum, reduziert jetzt die Spanne der Bänder. Das wäre für mich jetzt erstmal ein bisschen negativ. Wir haben die gleitenden Durchschnitte, die nach oben drehen. Das hier ist die 200-Tage-Linie. 10-Tage-Linie durchbricht sowohl 200 als auch 20. Und wir haben die 20-Tage, die nach oben dreht. Aber wir werden abgebremst durch das sich verengende Bollinger Band, durch das Verkaufssignal im MACD und durch das noch nicht vorhandene Verkaufssignal über die Stochastik. Auf Wochensicht, da wir uns an diesem Trend befinden, muss ich davon ausgehen, dass wir tendenziell nochmal den Kontakt hier so in Richtung 200-Tage-Linie, Entschuldigung, 200-Wochen-Linie und 20-Wochen-Linie, dass wir da nochmal hingehen. So in diesem Bereich 1236, das wird sich natürlich ein bisschen verändern, hier in diese Zone rein. Das würde auch sehr gut passen mit dem Chart. Wir sind gestiegen und wir haben hier kurz vor der 1250 mal eine kleine Pause eingelegt, sind nochmal runter zu 1200 und dann erst durch. Das würde also auch passen. Einmal nochmal hier runter. Jetzt gehe ich ja mit euch auf den Tag. Das hier ist jetzt der Tag. Dieser Trend ist jetzt ziemlich genau gezogen. Aber nochmal, wenn euer Bleistift spitzer ist als meiner, wunderbar, gönne ich euch, können wir gerne machen. Wir reden von dem Bereich um die 1300 bis 1310 hoch. Da liegt dieser Trend. Hier liegt das obere Band. Die gleitenden Durchschnitte fallen ein wenig ab. Die Bänder sind nicht so schön geöffnet oder nicht so signalfreudig wie jetzt auf der Wochensicht. Das ist die 200-Tage-Linie. Vor dem Hintergrund des auch hier entstandenen Verkaufssignals im MACD und auch über den Oszillator muss ich auch in der Tagesansicht davon ausgehen, dass wir kurzfristig nochmal den Kontakt runter zu 200-Tage-Linie und damit zu diesem eben angesprochenen jetzt Unterstützung, damals Chartwiderstand, dass wir den nochmal zumindest aufnehmen. Eine Initialzündung dafür gibt es, wenn wir. Ihr seht hier diesen, naja, Mini-Hammer von heute, heute Montag. Und hier drüben ist auch ein, tja, etwas größerer Hammer sogar, wobei mir der nicht so gefällt. Der ist von der Form her ein Hammer, aber er ist kein Solitär, deswegen ist das für mich erstmal nur eine ganz normale Kerze. Aber er hat die Figur eines Hammers. So, und da sind wir im Bereich 1276.
Das ist auf jeden Fall ein kleiner Support. Wenn wir darunter gehen mit Schlusskurs, sprich 1270, 71 oder 68, würde das die Initialzündung geben, nochmal auf die 200-Tage-Linie aufzusetzen. Soweit ist es noch nicht, ja, aber das gibt mir hier zumindest noch keine Hoffnung. Also zum Long-Gehen erscheint mir das hier dann doch zu früh. Wirklich positiver wird er erst, wenn wir diesen Bereich 1297, weil das kommt ja weiter runter, sagen wir mal 1305, ein bisschen Toleranzbereich, wenn er den überbietet, dann haben wir diese eben im Monatschart besprochene obere Begrenzung von 1375. Das ist eigentlich mein grobes Ziel, so ganz grob, diese Richtung 1375. Nicht für nächste Woche oder nächsten Monat, aber sagen wir mal für das erste halbe, dreiviertel Jahr. Ich mag das Gold und ich glaube, diese ganzen politischen Wirren, die wir haben, lassen das Gold ein bisschen interessanter erscheinen. Diese Bewegung hier war recht steil und war auch für das Gold verhältnismäßig schnell. Ja, das gibt es dann hier mal, aber wir haben ja monatelang hier so eine Seitwärtsphase gehabt. Also ich bin kurzfristig leicht negativ, insbesondere wenn wir diesen Punkt hier unterbieten, längerfristig positiv. Aber das kommt erst, wenn wir hier über diesen Punkt hingehen. Deswegen, jetzt gehe ich mal mit euch in die Scheine rein. Mit einem Short muss ich meiner Meinung nach warten, wie eben schon gesagt, bis wir diesen Punkt hier unterbieten. Für den Fall, dass sich das Gold den Weg schneller überlegt, also hier nur flach ausatmet, hier hat es immer ganz tief eingeatmet, ganz flach ausatmet und schneller, als ich mir das vorstellen kann, diesen Bereich um die 1305 überbietet, habe ich für diesen Fall, dass die 1305 gebrochen wird nach oben, überhaupt keine Hemmung, mir einen Schein zu suchen, der nur ganz knapp unter der 200-Tage-Linie liegt. Und ich habe mich hier für einen zeitlich unlimitierten entschlossen. Der hat die Basis 1247. Der liegt also ungefähr hier unter der 200-Tage-Linie, unter dem oberen Band und unter diesem, ja, jetzt Support 1247,39. Der ändert jeden Tag ein wenig die Basis. Da bitte drauf achten. Das ist im Moment, das ist ein sehr hoher Hebel. Das ist ein 38er Hebel, aber ich finde den hochinteressant. Das ist die HX6J9K. Jetzt kann ich verstehen, wenn einer sagt, uiuiui, 38er Hebel brauche ich nicht. Da kann man durchaus auch hier drunter gehen. Da unter das letzte echte Zwischentief. Ich stelle den Hebel ein und lande bei einem Hebel von rund 15 bei der Basis 1195. Da sind wir also noch hier drunter, unter dem letzten Zwischentief. 1195, wie gesagt, im Moment ein 15er Hebel, das ist die HX3 PP1, Paula 1. Das ist für die Leute, die sagen, die 38 ist mir echt eine Ecke zu heiß. Kann ich verstehen, das ist völlig in Ordnung. Das sind also die beiden Alternativen. Jetzt habe ich aber auch noch mal nach Putz zu schauen. Ein Put würde für mich aktiviert werden, wenn wir also unter diesem Bereich sind. Ich mache hier nochmal das Fadenkreuz rein. Da sind wir hier bei 1276. Das alleine reicht mir nicht. Das muss schon so 1271 sein. Mit dann dem Potenzial auf die 200-Tage-Linie. Nehmen wir es raus. So, und die Basis davon muss ich hinter diesen Trend legen und hinter dieses Hoch und hinter das obere Band. Also sagen wir mal 1310. Da wird der Hebel natürlich auch ordentlich sein. Und da komme ich auf den hier. 1312,66, auch zeitlich unlimitiert. Das heißt, jeden Tag ändert sich die Basis. 1312,66, da sind wir ungefähr hier. Da, wo die Maus ist. Das ist die HX22 PV. Wie gesagt, der wird erst aktiviert, wenn wir hier drunter gehen und schließen um die 1270. Ich meine, das Gold kann durchaus interessant werden im Jahr, auch für Trader. Ich meine, das hier ist jetzt ein Zeitraum von rund 6 Wochen. Das ist eine schöne Bewegung von 1210 hoch bis fast zu 1300. Und ich glaube, das werden wir in dem Jahr häufiger haben. Insgesamt rechne ich sowohl für die Aktien als auch für Gold, aber auch die anderen Rohstoffe mit erheblich höherer Volatilität, als wir das im letzten Jahr im Durchschnitt hatten. Ich wünsche euch ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye bye.